Freunde, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Heute auch wieder kurz, knapp und bündig, ohne jetzt ganz weit in die Tiefe zu gehen, was man machen könnte, was man auch nicht machen muss. Denn auch ich habe Rücksicht und nehme Rücksicht auf eure Zeit, dass ihr eben einfach innerhalb von kurzer Zeit maximal viel Informationen bekommt, die euch weiterhelfen, in eure gesunde Zukunft zu investieren. Denn das ist meine Aufgabe, deine Fitness, meine Aufgabe. Und heute haben wir das Thema Fitness, Bewegung. Also, was soll ich da überhaupt tun? Also, würde ich mal sagen, das Thema Bewegung. Wir werden es jetzt nicht nur aufs Thema Fitness beziehen, sondern allgemein auf das Thema Bewegung. Und zwar folgendes. Es ist ja so, dass wir einen muskulären Apparat haben. Wir haben Kniegelenke, Fußgelenke, Handgelenke, Ellbogengelenke. Wir haben zig verschiedene Muskelgruppen. So, die Natur hat sich natürlich schon was dabei gedacht, dass alles so ist, wie es ist. Jedes System bei uns, sei es der Bauchmuskel, der Bizeps, der Trizeps, die Brust, der Hintern, der Beckenboden, der Oberschenkel, die Waden, hat natürlich eine Funktion. Die Natur hat ganz lange gebraucht, um dieses Teil so fast perfekt herzustellen. Wir haben auch ein endokrines System, ein Hormonsystem, wir haben Stoffwechsel. All diese Dinge haben natürlich einen Grund, warum es die gibt. Und deswegen gibt es natürlich ganz klar eine Ansage, die ist wichtig, das sollte jeder wissen. Und zwar, use it or lose it. Nutze dieses System oder du wirst es im Laufe der Zeit verlieren. Da wir jetzt zwischenzeitlich fast alle in Europa, die meisten auf jeden Fall, uns nicht artgerecht verhalten, was die Bewegung anbetrifft. Das heißt, wir sitzen sehr häufig, weil ihr habt ja gesehen, ihr seht ja, das Berufsbild draußen der meisten Menschen hat sich verändert. Häufig sitzen wir und das Sitzen ist das neue Rauchen, denn durch Sitzen entstehen natürlich ganz viele Probleme. Das heißt, der Skelettapparat, also unsere Knochen, die sind natürlich für Sitzen nicht ausgelegt. Der ganze muskuläre Apparat ist für Sitzen nicht ausgelegt, sondern entweder fürs Stehen oder fürs Liegen oder kurzfristig mal in die Hocke gehen. Aber 8, 9, 10 bis zu 12, bis zu 16 Stunden zu sitzen, auch in so eine kleine Kiste reinzuschauen oder so ein Lenkrad in der Hand zu haben, die ganze Zeit aufmerksam sein, dafür ist unser System nicht ausgelegt. Und deswegen brauchen wir dafür einen Ausgleich. Natürlich, wir können jetzt nicht sagen, ja, Work-Life-Balance, ab sofort, Triembacher hat gesagt, nicht artgerecht, ich arbeite nichts mehr oder ich arbeite nur im Stehen und Liegen, wird schwierig, stehen geht schon, aber eben auch nicht dauerhaft. Somit ist immer zu überlegen, was kann ich jetzt tun, um den Schaden, soweit wie möglich entstehen kann, so weit wie möglich zu kompensieren? Was kann ich dafür tun? Und da haben wir die erste Regel. Und das ist eine Regel, die kommt an Nummer 1. Und zwar, das ist dreimal pro Woche. Das ist eine Grundvoraussetzung für mich. 30 bis 60 Minuten Bewegung. Und diese Bewegung darf gerne auch schweißtreibend sein, denn wir sind zwischenzeitlich in einer Gesellschaft angelangt, wo wir überall Energie sparen können. Es gibt so viele Hilfsmittel zwischenzeitlich, wo wir Energie sparen können. Aufzug im Haus, 1000 Helferlein, die einem helfen, dass man nicht mehr so viel Energie aufwenden muss. Zwischenzeitlich haben die Fahrräder schon Elektromotoren, die Roller haben Elektromotoren. Überall können wir Energie sparen und können unser muskuläres System vernachlässigen, haben aber Zugriff jederzeit zu ganz viel Energie. Und das ist momentan ein ganz großes Problem. Und deswegen ist es wichtig, diese Regelung zu kennen. Dreimal pro Woche 30 bis 60 Minuten Kraft, Ausdauersport und Mobilität am besten kombiniert. Ja, nur laufen gehen finde ich nicht optimal. Nur Fahrradfahren auch nicht optimal. Nur schwimmen auch nicht optimal. Am besten ist immer eine Mischung aus Ausdauer und funktionalem Krafttraining. Ja. Denn der Beckenboden, die Rückenmuskulatur, die Schultergürtelmuskulatur, das sind alles Muskelgruppen, die ich eben beim Laufen zum Beispiel nicht spezifisch trainieren kann. Auch beim Schwimmen kann ich sie nicht spezifisch trainieren. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man immer eine Mischung hat. Einmal in der Woche schwimmen zum Beispiel, zweimal Fitnesssport mit Ausdauer. Dreimal Kraft-Ausdauer-Sport, Bewegung von Gewichten am besten, von freien Gewichten, wenn man es kann, in Kombination noch mit intensivem Herz-Kreislauf-Training. Mobilitätstraining, wer kann nochmal 10 Minuten Stretching mit einbauen? Das sorgt natürlich für eine gute Mobilität und für weniger Widerstand während des Trainings. Und wenn man diese Kombination
zum Beispiel direkt einplant, dass man in der Woche eben drei feste Zeiten hat, dann ist das auch wieder mit hundertprozentiger Sicherheit ein Garant für mehr Lebensluxus. Denn durch diese dreimal 30 bis 60 Minuten investieren wir jedes Mal, wenn wir es tun, in unsere gesunde Zukunft. Leider sind wir Menschen so gestrickt, dass wir natürlich ja, in der Zukunft das noch nicht sehen, sondern wir sehen immer nur das, was im Moment ist und vergessen natürlich auch frühzeitig präventiv in unsere gesunde Zukunft zu investieren. Das hier ist ein Investment in unsere gesunde Zukunft. So, das wäre also dreimal pro Woche diese 30 bis 60 Minuten. Das wäre wichtig. Der zweite Punkt ist jetzt auch wieder sehr wichtig. Das ist natürlich ein gutes Zeitmanagement. Menschen, die sagen, nächste Woche mache ich dreimal Sport. Und sie haben noch keine Routine, die machen in den ersten zwei Wochen dreimal Sport, danach zweimal, fünf, sechs Wochen nur noch einmal, dann gar kein Mal mehr. Warum? Weil der Sport keiner hohen Priorität liegt, weil der Sport hat keinen Termin bekommen. Jeder wichtige Termin für deine Kunden zum Beispiel werden eingehalten. Nur die eigenen Termine, die sind nicht so wichtig, die haben nicht die gleiche Priorität, obwohl wir der wichtigste Mensch sind in unserem Umfeld, denn wir sorgen für unsere Arbeitsleistung, wir sorgen für unsere Gesundheit. Deswegen hier die Nummer 2 ist ein gutes Zeitmanagement. Zeitmanagement ist das, was Projekte zum Erfolg führen, unter anderem mit einem Hauptfaktor. Das heißt, einfach zu wissen, okay, montags, mittwochs, freitags, Dienstag, Donnerstag, samstags, Donnerstag, Samstag, Sonntags. Trainiere ich um die in die Uhrzeit und zwar das und das auch zu wissen. Was mache ich da? Also Uhrzeit fixieren, eintragen in Terminkalender. Wie einer der wichtigsten Termine für deine wichtigsten Kunden, für deinen Chef. Weil das ist wichtig, weil das ist das Investment in unsere Zukunft und zwar in die gesunde Zukunft. Okay, das wäre das Zeitmanagement. Ultra wichtig. Und jetzt kommt die Nummer 3. Auch wieder einfache 3 Punkte. Und die Nummer 3 ist, was, wie, lange. Was, wie lange? Ja, was tue ich? Welche Art von Sport tut mir gut? Welche Sportarten kombiniere ich? Welche Übungen brauche ich? Welche Wiederholungszahl? Wie viele Sätze sollte ich machen? Mit einem geeigneten Plan ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Ziel erreicht, natürlich um 100% höher. Denn wenn wir keinen Plan haben, wie soll es funktionieren? Schaut mal, die einfachsten Dinge auf dieser Welt, selbst im ärmsten Land auf dieser Welt, wenn da eine Hütte gebaut wird, hat derjenige einen Plan im Kopf und weiß ganz genau, wann muss er was machen, damit dieses Teil funktioniert. Wann muss er was machen, damit diese Hütte zum Stehen kommt? Wann muss er was machen, dass dieses Ding beständig stehen bleibt? Und das Gleiche gilt natürlich auch bei unserer Bewegung, bei unserem Sport. Wir sollten wissen, was wir tun, was kombinieren wir miteinander, welche Sportart können wir miteinander kombinieren, welche Stretching-Übungen mache ich, welche Mobilitätsübungen machen, was ist wichtig für mich. Da ist natürlich ganz gut, wenn ihr euch auch mal einen Profi holt, einmal Zeit investiert zwischen 2 und 3 Stunden, euch einen Trainingsmann entwerfen lasst, der soll euch angucken von oben bis unten, am besten in der Badehose und da kann euch dann ganz genau sagen, wenn er viel Erfahrung hat, welche Übungen sind für dich wichtig, welche Art von Trainingsmethode brauchst du? Brauchst du ein Krafttraining? Brauchst du ein Muskelaufbautraining? Brauchst du ein Kraftausdauertraining? Sollst du die weißen Muskelfasern in die roten Muskelfasern trainieren? Wie viele Wiederholungen sollst du machen? Wie lang soll die Bewegungszeit sein von einer Wiederholung? Welchen Pulsbereich solltest du ungefähr haben, damit du für deinen Zeiteinsatz natürlich auch belohnt wirst und maximalen Erfolg hast, so dass sich das lohnt? Denn nur wenn du Erfolg hast, wenn du dauerhaft Erfolg hast, wirst du letztendlich natürlich auch am Ball bleiben. Und wenn man diese Maßnahmen einhält, dann ist die Garantie schon mal da, dass du mindestens 100% mehr Erfolg hast. Denn das sind die 3 wichtigsten Punkte, um langfristig natürlich auch Erfolg zu generieren. Deswegen habe ich sie für euch aufgebaut. Also auch wieder hier bei diesem Thema einfach die 3 einfachsten Punkte. Da gibt es noch ganz viel, was wir dazu sagen können. Ich könnte hier locker einen ganzen Tag referieren, um in die Details nach hinten zu gehen, ganz tief zu gehen. Aber viele Menschen nehmen sich dazu nicht die Zeit. Deswegen gibt es bei mir natürlich auch Coachings,
wo dann genau solche Sachen bis ins Detail individuell für die Person besprochen wird. Ob es online ist oder 1:1, ist egal. Aber heute geht es darum, dass ihr schon mal die wichtigsten Grundinformationen mitbekommt und sagt, ja, das hilft mir schon mal richtig viel. Und wenn ich dann noch mehr Infos brauche, dann weiß ich, wo ich den richtigen Mann finde. Freunde, das war's von Andreas Triembacher, Mr. T aus Karlsruhe. Bis bald.